Es ist soweit. Unser schöner Cabo Affinity, ja, wird von keinem Geringeren verkauft als Andreas Marein. Grüß dich, Andreas. Ja, hallo Sven, grüß dich. Hallo, liebe Zuschauer. Wir kaufen deinreisemobil.de, war die erste Webseite, die du ins Leben gerufen hast. Wir haben sie ein bisschen umgenannt, billigerwohnmobilekaufen.de. So ist es, genau. Ja, und am Ende des Tages, um in deinem Slogan zu bleiben, hat man viel Geld gespart, wenn man sich an den richtigen Fachhändler wendet. Das bist du in dem Fall, der meine Fahrzeuge oder unsere Fahrzeuge verkauft. Gerade eben haben wir schon gefilmt, da vorne ist der Empire, den hast du in Zahlung genommen. Das Ganze ist erhältlich für 319.000, hier ein bisschen günstiger, muss man sagen. Wir liegen knapp unter 100.000 Euro. Den Preis werden wir nochmal genau in die Beschreibung mit reinschreiben, denn er ist voll, voll, voll. Das ist er, ja. Ja, ein paar Sachen fehlen, muss man sagen, die sind aber schon vorbereitet. Das heißt also, wenn man das nachrüsten möchte, denn ich habe eins hinbekommen, das ist ein echtes 4-Personen-Auto, weit unter 3,5 Tonnen, nämlich für knapp 3,2 habe ich ihn auf der Waage gehabt. Genau, der hat ja jetzt 3,5 Tonnen, hat aber das Maxi-Chassis drin. Das heißt, der ist also ohne Probleme auf 4 Tonnen und da noch die Luftfederung verbaut hat, kann man ihn auch noch über die 4 Tonnen auf 4,2, 4,4 wahrscheinlich sogar auch noch auflasten. Also da ist dann Zuladung genug drin. Im Moment ist es ein klassischer 3,5 Tonner. So, ich habe ihn mit ganz speziellen Sachen ausrüsten lassen. Ich wurde beraten bei Affinity im Werk. Er kam direkt von Polen. Ich habe ihn selber abgeholt. Gibt es ganz viele Videos von. Das Fahrzeug hat jetzt 6.950 Kilometer. Er ist... Da war nichts dran, gar nichts. Ich musste weder eine Schraube noch irgendwas war verstellt, nichts. Also jetzt auch in der ganzen Benutzerzeit, die du gehabt hast und vom Möbelbau, ja, alles in Ordnung. Er rappelt nicht. Okay. Das ist unvorstellbar. Ja, das gibt es, ja klar. Das gibt's. Also es ist wirklich ein Auto, was nicht rappelt. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass irgendjemand rappelt, aber das ist ein Auto, das ist von Hand wirklich in Polen zusammengebaut. Ich habe das Werk besucht, habe mir die ganzen Sachen angeguckt, die... haben hier Vollausstattung reingemacht. Das bedeutet LED, nicht nur Tagverlicht, sondern Fernlicht und Abblendlicht in LED. Komplett Full LED. Ist natürlich nochmal ein ganz anderes Licht, wenn man damit in der Nacht fährt. Ne? Full LED, da vorne steht es drauf. Also wenn ihr das vergleicht, erstens, das hier ist ein Vierschläfer. Wir haben gerade eben ins Netz reingeguckt, da waren Duos drin, nichts gegen Duos. Das ist ein echter Vierschläfer, 4-Personen-Auto. Genau, zeigen wir gleich auch mal, wie man das umbaut. Das ist echt hochinteressant. Hat sich einer was einfallen lassen. Maxi-Chassis mit drin, großes Navi mit drin, also Fiat Ducato 8 natürlich, wie sich das gehört. Mit digitalem Cockpit halt komplett drin. Und das absolut allergeilste ist, der hat sogar eine elektrische Handbremse. Ja, Elektro-Parkbremse ist mit drin. Er hat eine Pandora-Alarmanlage für 3.500 Euro. Dann vielen Dank nochmal an den Sven aus Hamburg, der mir die eingebaut hat. Hammer-Verein werde ich euch nochmal verlinken. Dann hat er mit drin, ich habe mich bewusst gegen die Markise entschieden. Man kann sie nachrüsten, aber ich habe eine Kederschiene reingemacht. Weil, Hintergrund ist das Gewicht, man muss sagen, die Markise wiegt 60 Kilo, man kann sie nachrüsten und sie macht viele Windgeräusche, weil das Auto ist so leise, so leise, ohne Witz, ich bin hierher gefahren, dass du den mit 140 auf der Autobahn fahren kannst und er verhält sich wie ein PKW. Das ist das Fahrwerk vom Fiat Ducato 8 in Verbindung mit dem Luftfahrwerk. Ich habe also direkt bei Affinity ein Luftfahrwerk reinbauen lassen. Also bitte keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Nee. Der hat ein Luftfahrwerk drin. Ja, und der fährt wirklich wie auf Schienen. Wir sind ja schon mal damit gefahren, als der Starkwind gewesen ist. Also vor einigen Monaten hier war es, da sind wir zum Restaurant gefahren. Ich war echt überrascht, wie der läuft, trotz des hohen Daches. Ne? Also er ist so leise, dass man sich flüsternd im Innenraum bei 100 km/h unterhalten kann. Kann ich bestätigen. Das ist ja so, ja. Also gar kein Vergleich zu Fiat Ducato 7. Er ist so leise, dass man es vergleichen kann wirklich mit einer Limousine. Du fährst da drin, es rappelt so gut, sagen wir mal, so gut wie nichts. Es ist so, wenn du natürlich eine ganz irre Bodenwelle hast. Das Coole ist auch noch, du kannst das Ganze anpassen vom Luftdruck her. Das heißt, du kannst nivellieren auf dem Stellplatz. Das ist total cool. Du kannst bis zu, wir haben das gezeigt im Video, ich glaube 10 cm, 15 cm nivellieren die Höhe. Ja, du hast ja an der Sitzkonsole hast du deine Barometer halt verbaut und da kann man dann eben auch dementsprechend die Luft auffüllen. Ich glaube, du hast es jetzt auf 0,5 oder 0,8 bar stehen. Ich mache mal gerade auf hier. Ich habe es ganz wenig gemacht, Minimum. Genau, ja, ganz genau. Es steht jetzt auf Minimum und im Regelfall fährt man so mit 1,5 bis 2 bar durch die Gegend. So hast du natürlich jetzt den maximalen Komfort halt, ne? Maximaler Komfort, absolut, aber er wiegt ja auch im Moment gar nichts. Das heißt, ich muss noch mal darauf hinweisen, elektrische Handbremse. Ich wusste, es gibt sie doch. So, voll digitaler Tacho, Multifunktionslenkrad mit drin, mit sogar einer zusätzlichen Steuerung für das Thema Multimedia mit drin. Wir haben ihn innen
Also Fahrzeug ist wirklich, wir werden es gleich sehen, vom Zustand her nahezu wie neu. Also ich habe ihn wirklich gehegt und gepflegt und ich kriege einen neuen Kabel, muss ich fairerweise dazu sagen. Der kommt jetzt in ungefähr einer Woche, der da ist. Ich kann ja nicht alle Autos zeitgleich fahren, aber ich habe ihn so geliebt und bin auch schon mit dem Werk am Verhandeln, dass wir einen neuen kriegen, denn es kommt was Neues auf der Messe. Wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber es kommt was, aber der hier wird weitergebaut. Das ist das erfolgreichste Modell, was sie haben, der Vierschläfer. Wir werden auch gleich mal zeigen. Es gibt drei Schläfer im Netz, habe ich gesehen. Das hier ist ein echter Vierschläfer. Ja, absolut. Ja. Wir haben es dann noch umgebaut. Vielleicht lassen wir es so mit der Kamera reingehen. Das ist wirklich absolut ein vollwertiger Vierschläfer. Auch für vier Erwachsene, also nicht nur Kinder oder so. Da kann auch ein erwachsener Mann mit über 100 Kilo, so wie ich, bequem drin liegen. Ja. So, und dann habe ich mir gewählt die 6DE. Das bedeutet, wir haben eine Dieselheizung mit Elektropaket. Ist natürlich ein Traum, wenn du den im Winter stehen lässt und machst die Heizung an auf 8 Grad. Dann geht die auf beidem sogar noch mit Fallback auf Diesel. Also er kann nicht einfrieren eigentlich. Nee, das zum einen. Ich sag mal, Diesel hat man eh immer an Bord, egal wo man hinfährt gerade. Und du hast so natürlich die absolute Autarkie. Wie groß ist der Dieseltank jetzt? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Weißt du das? 80 Liter, glaube ich. 80 Liter, gut, okay, ich habe gesagt, wäre vielleicht einen Tacken größer, aber nichtsdestotrotz, Diesel hast du immer. Langt aber. Ja, natürlich. Ich habe die Kiste gefahren, ja. 6,9 Liter. Der braucht ja nichts, also du kommst im Regelfall, kommst du immer mit so einem Auto an die 1000 Kilometer Reichweite. Wie gesagt, die Dieselheizung braucht auch nicht so viel Strom, Diesel, sorry. Und du hast ja hier auch noch eine Gastankflasche drin, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich heiz mit Diesel, wofür brauche ich dann noch Gas? Das ist wirklich nur noch für den Kocher und da komme ich ja ohne Ende weit mit. Ich glaube, der hat auch dieses Europa-Paket, wo die Adapter dabei sind, sodass ich auch überall Spanien, Polen, wo auch immer Gas tanken kann. Ne? Genau, das heißt, man kriegt die eigentlich gar nicht leer. Aber das Coole ist, wenn sie mal leer sein sollte, kriege ich überall Gas. Ich muss mir keine Flasche kaufen oder irgendwas. Das ist, werden wir auch gleich mal drin sehen. Ich habe den wirklich meines Erachtens optimal ausgestattet für meine Bedürfnisse. Und ich glaube sogar, dass es für vielerlei Bedürfnisse gut ausgestattet ist. Weil die Markise habe ich nie benutzt. Du weißt warum? Stromgefahr. Ich hatte keine Markise. Nein, ich hatte immer eine Markise drauf. Ach so. Hab sie nie rausgefahren, weil mir deswegen eine Markise mal weggeflogen ist. Ja, mir ist auch mal eine weggeflogen in Spanien im Urlaub. Ja, ist halt dann doof. Ne? Da musst du die dann rausschneiden, damit du irgendwie nochmal nach Hause fahren kannst. Also ich habe jetzt einen Keder einziehen lassen. Du kannst dann Tarp dran machen. Dann hat der, hier vorne sieht man sehr schön die Luftfederung, die mit drin ist. Das heißt, er hat die Blattfeder mit drin mit einer Luftfederungsunterstützung. Das heißt, wenn er mal zu tief liegen sollte, warum auch immer, soll ja Leute gehen, die da wirklich was zuladen, dann kannst du ihn einfach aufpumpen und dann ist er auch nicht tief. Das Fahrwerk ist wirklich ein Traum. So, das sind übrigens die Fernbedienungen, eine Komfortfernbedienung. Genau, einmal der ganz normale Fiat-Schlüssel halt mit allen Fernbedienungen, die man halt generell sowieso immer so hat. Und das ist jetzt hier, und das Teil, das musst du einfach selber erklären, die Alarmanlage, diese Pandora, die wirklich Funktionen hat. Das ist echt sensationell und auch eine wahnsinnige Reichweite hat. Also ich war gestern Abend mit Sven hier etwas weiter im Ort Essen, das ist so 2 Kilometer von hier aus weg. Da konnte der von dem Restaurant aus noch die Alarmanlage scharf schalten, deaktivieren, bekommt eine Information, wenn ein Fenster oder eine Türe nicht ordentlich geschlossen ist. Also die Technologie hier, die ist wirklich mal ganz weit vorne. Ich werde das gleich mal kurz erklären, wenn du möchtest. Die kostet ein Batzen Geld, muss man auch sagen. Die kostet mit Einbau rund 3.500 Euro. Es ist die Pandora Camper, muss man sagen, ganz neu auf dem Markt. Und sie geht auch über eine App. Das heißt, du kannst also, angenommen, dir wird das Fahrzeug entwendet mit Schlüssel. Es wird ja wirklich gestohlen. Das heißt, einer hält dir eine Pistole an den Kopf. Oder so, ja. Ich sag mal, die Pistole an den Kopf, bitte aussteigen, ich will das Auto haben. Kann passieren. Handy, alles, du musst alles abgeben, ja. Du kannst dich einloggen über die Pandora-App und kannst das Auto deaktivieren. Wahnsinn. Und dann steht er irgendwo mitten auf der mitten und also er geht, glaube ich, bis zum nächsten Mal, wenn er ausgehen sollte. Danach geht er anschließend nicht mehr an. Scheibenkleister, das ist schon eine Wahnsinnstechnik. Ich mache mal gerade den Kofferraum auf. Gerne. Können wir da auch mal reingucken, wie sauber das hier auch verarbeitet ist. Ganz wichtiges Detail. Ja, genau. Du kannst die Türen um 270 Grad öffnen. Das geht mit den allermeisten nicht. Nee, das ist so. Das liegt an den Fenstern. Weil die Fenster nämlich ansonsten in Gefahr laufen, dass sie hier anstoßen. Man sieht das hier sehr schön. Da der hinten keine Fenster hat, aus gutem Grund, er hat nämlich ein Heckbad
Und der hat das Klo mit einem riesen Volumen von Dometic. Sowas haben wahrscheinlich die wenigsten in ihrem Leben gesehen. Nicht von Tedford, sondern von Dometic eine Toilette. Ich meine, 22 Liter hat die, ne? Ja, ich glaube ja. Also das ist so. Genau, und die Kassette ist ganz neu. Die ist unbenutzt. Da hat noch der, selbst der Sven hat da noch nicht rein Pipi gemacht. Ja, die ist sogar leer. Sie ist unbenutzt. Ja, wenn sie unbenutzt, muss sie leer sein. Ja, genau. Stimmt. Ja. Zoösen, die sind direkt am Chassis. Da war nämlich mein entsprechendes Motorrad dran. Ich mach das mal gerade hier weg, ja. Da kann man noch mal ein bisschen auf die Bettkonstruktion gucken, weil das Bett ist in der Höhe verstellbar. Auch das. Ja. Du musst kurz warten, sorry, wir müssen es einmal nach hinten ziehen. Ja, genau. Es ist nämlich jetzt in der Lounge-Funktion. Ja, ich sehe es gerade. Weil das Schöne ist, du kannst eben auch von hier aus das elektrisch hochfahren. Und kannst hier dann entweder Fahrräder rein oder du hast ja, wir haben uns auf den Morello Opens getroffen, da warst du auch mit dem Affinity da. Da hast du dein kleines Elektromotorrad dabei, das stand hier drin. Roschas, wir könnten das Bett mal gerade zurückziehen, wenn du möchtest. Soll ich mal gerade reinflitzen in der Zwischenzeit? Ja, genau. Du bleibst draußen mit der Kamera. Ich bleib draußen, da vorne. Du kannst ja was über einen Spannungswandler gerade erzählen. Ja, da ist der kleine schwarze Hebel unterm Bett, gell? Genau, hat er gesehen? So, da ist ein Wechselrichter verbaut, 1,7 kW von Büttner Elektronik. Also vom Feinsten, kann man übrigens viel mehr mitfahren. Ich habe die Mikrowelle angelassen und die Kaffeemaschine und beides hat funktioniert. Man kann das übrigens auch stufenlos einfach zurückziehen. Man kann erst nur ein Stück machen, dann kann man das komplett machen, wie man das möchte. Jetzt ist es ganz unten. Da ist der Andreas. Da ist der Andreas, genau. Hier gibt es nochmal so einen kleinen Einlegeteil, damit diese Besucherritze hier an der Seite weg ist. Warte, ich fahre mal hier Rollo. Ah, das war jetzt nicht so klug. Drücken. Ja, warte, ich muss das mal gerade. Ich war ein bisschen zu hastig gerade. Ich habe sogar noch die Folien auf einigen Fenstern drauf, wie du siehst. Weil ich gesagt habe, ist noch Folie drauf. Ja. Nicht wundern. Ich habe es also versucht, so original wie möglich zu lassen. Jetzt darfst du mal, genau, wenn du mal zu mir kommst. Ich komme wieder raus, genau. Und jetzt wird einem klar, warum man hier die E-Bikes drunter verstauen kann. Und das Coole ist, auch wenn man die E-Bikes drunter verstaut hat, kann man oben immer noch schlafen. Genau, das ist das Geniale dabei, weil es steht halt hier auf diesen Hubzylindern halt drauf und wird zusätzlich nochmal durch die Stahlseile, die aber Kunststoff ummantelt sind, wird das Bett halt dementsprechend rauf und runter gefahren. Und es ist nach wie vor noch belastbar. Das heißt also, ich kann jetzt da oben drüber schlafen, habe trotz alledem hier unten mein Motorrad oder die E-Bikes oder was auch immer gerade stehen. Ne? Ja, damit die auch reinpassen, kann man da vorne, alles ist magnetisch gelöst, nichts klappert. Das ist echt unglaublich. Das ist ein ganz neues Feeling, muss ich auf fairerweise sagen. Ja. Weil, lass mich mal gerade da reinklettern. Kann ich den Zuschauern mal zeigen, was wir hier noch so drin haben. Weil hier, klar, ist der von Büttner, der große Spannungswandler, der müsste die 1700 können oder was kann der? Ja, ist der 1700er, genau. Dann hast du hier, wie du schon gesagt hast, Magnet. Deswegen geht das so spack halt. Hier hast du nochmal die Zentralelektrik sitzen, noch die 220 Volt Absicherung, ein paar Spannungswandler sitzen hier drin. Also das ist auch alles schön sauber verarbeitet. Dann, das müsste die Vorbereitung fürs Solar eigentlich sein. Das ist richtig? Ja, genau. Also oben auf dem Dach ist schon alle Durchführung gemacht, ist alles schon fix und fertig. Hat was damit zu tun, dass ich das Solar immer dann gerne nachrüste. Es gibt Leute, die brauchen viel Solar, es gibt Leute, die brauchen wenig Solar und du kannst alles nachrüsten, alle Kabel liegen schon. Ja, aber mach Spaß beiseite. Ich glaube, hier ist ein Lithium-Akku verbaut mit 200 Ampere. Ja. Ich bin hier in einem Van unterwegs, selbst wenn ich jetzt hier noch Kaffeemaschine oder so benötige oder die Klimaanlage mal laufen lasse, du hast ja hier eh schon eine Autarkie. Ich hatte noch nie Außenstrom benutzt. Die ist ja schon, ja, die brauchst du auch eigentlich nicht hier. So, mal feste. Ja, ich weiß, das geht alles sehr spack, eben wegen dem Magnet. Man kann das aber ganz leicht einfetten, also geht's das, besser, dann geht es viel, viel besser. Mhm. Habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, vorne habe ich es gemacht. Das ist übrigens mein Lagerort für die Chemieflasche, für die Toilette, wenn ich eine hätte. Damit die entsprechend nicht riecht im Auto, kann man die direkt daneben stellen. Das ist ein zugelassener Gastank. Ja, Gastankflasche, die wir ja, haben wir eben gezeigt, von außen halt über diesen Füllschlauch belüftet wird. Da oben hängt der Gasregler. Logischerweise keine Duomatik, ist auch ganz sicherlich nicht brauchbar bei dem Auto. Alleine wenn man hier diese Scharniere hier sieht, ja, von den Möbelklappen, das macht jetzt schon einen recht guten Eindruck. Genau, das ist auch drin. Ja, hier haben wir nichts. Oder hier, schau mal, wie das hier läuft, das Ganze im Metall. Ja. Ja, absolut. Und das Bett hat ja auch diese Lounge-Funktion, haben wir ja eben gesehen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt hier ein Mopedchen reinstelle oder E-Bike oder so,
dann kann ich ja das Bett dann auch, ich sag mal, so weit runterlassen, dass es auch quasi direkt gesichert hier drin steht. Ne? Ich habe es also mit Spanngurten versehen, habe dann das Bett leicht runtergelassen, denn wenn man das hier oben rein macht, dann hebt sich das witzigerweise auf die Lenker drauf und fixiert dann anschließend das Motorrad. Ja, das war eigentlich genial gelöst dann. Ne? Genau, ja, hier ist nochmal so ein Belüftungsklappen in den Möbel eingearbeitet, damit auch die Elektrik dahinter ein bisschen Luft bekommt. Ja, und da würde ich sagen, können wir doch auch schon mal reingehen, oder? Komm. Ich habe die wichtigsten Sachen, die größten Eingriffe ins Fahrzeug bedeuten, bereits vorbereiten lassen. Unter anderem ist eine große Klimaanlage drauf. Die habe ich direkt draufbauen lassen, weil es gibt viele Leute. Die 1700er, oder das ist die große? Ich glaube, die große. Also ich 2.1 oder 2.2 haben wir. Also es ist auf jeden Fall überdimensioniert für das Fahrzeug. Ich habe es mal jetzt im Sommer, als die 35 Grad waren, jetzt der Abenteuer Allrad. Dick isoliert hier, ne? Das ist nicht nur ein Tuch, sondern da ist auch irgendwo, man fühlt, da ist was drin, was auch eine Isolationsfähigkeit hat. Das ist ganz wichtig, dieses Teil hier. Das kostet extra bei Affinity. Ist nicht dabei, weil du ja quasi hinten mit dem Kopf ja direkt liegst an der Tür. Die Tür ist zwar isoliert und zwar ziemlich massiv isoliert, aber sie hat so einen gewissen, ich sag mal, Kältefaktor, der mit drin ist, und das isoliert das komplett weg. Ja, ich mache hier mal wieder zu. Mhm. Rückfahrkamera hast du auch verbaut da oben? Original übrigens. Original, mit einer Bildqualität, die können wir uns gleich mal angucken. Ja? Sowas hast du im Leben noch nicht gesehen. Ach, ich habe schon viel gesehen, Sven, glaub's mir. Okay, ich nehme es zurück. Nein, aber es ist echt gut. Du kannst nachts alles erkennen, du kannst das sehen. Also wer jemals über Fiat geschimpft hat, muss den Fiat Ducato 8 mal gefahren sein. So, hier vorne Stromanschluss. Genau, hier ist der externe Stromanschluss, also halt für die 230 Volt anzuschließen, die ich aber glaube, die man nicht oft benötigt bei dem Fahrzeug. Das ist natürlich, wenn du stehst mit der Klimaanlage, ist das ein Thema. Ich mache nochmal gerade zu. Ganz schön auch hier ist mir direkt aufgefallen, wenn man die Türe öffnet oder schließt, kommt die Trittstufe automatisch rausgefahren. Das heißt, ich muss dann nicht erstmal einen Knopf drücken, und die ist auch relativ schnell. Also so lange, wie ich brauche, um die Türe zu öffnen, braucht die Trittstufe auch, um eben rauszukommen. Ich zeig dir mal ein paar schöne Sachen direkt am Eingang. Ja. Hier vorne hast du, wenn du das mal öffnest, das ist die Entsorgungsklappe, weil Abwassertank und Frischwassertank komplett innenliegend, das heißt absolut winterfest. Mhm. So, und das ist einfach der Schieber, den du aufmachst, damit du entsorgen kannst. Ja, wenn du über Frischwasser und Abwasser sprichst, dann wird ja mit Sicherheit auch der Zuschauer sich dafür interessieren, wie viel Frischwasser hat der? Weißt du es aus dem Kopf? Jetzt ich glaube 100 oder 120 Liter Frischwasser und Abwasser 90, meine ich. Hör mal, jetzt stelle ich auch schon mal die unangenehme Frage. Ne? Manchmal stellst du mir die Frage, wo ich nicht immer ganz drauf vorbereitet bin. Großes Fliegengitter? Ja. Okay, perfekt, super. Das haben wir gezeigt. Jetzt haben wir ja gerade noch das Bett vorne in der Position, weil du hast das ja eben ganz stolz demonstriert. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch mal so an. Man sieht also, das ist also wirklich ein Vollschläfer. Also die Sitzgruppe ist jetzt umgebaut zur Schlafgelegenheit. Und also ich habe mit meinem Sohn... Wenn er drauf legt, haue ich mich da mal ins Bett, um das Größenverhältnis zu zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch was vorbereiten müssen oder ob das jetzt nur eine Guckstellung ist. Aber das musst du entscheiden, Sven. Du kannst direkt rein, es geht. Okay. Es geht sowohl oben, kannst du oben auch rein. Okay. 80 Kilo stehen zwar drauf, aber es hält das aus. Also ich habe 105 Kilo. Macht ja? Nichts, passiert nichts. Okay, es ist schon Scheibenkleister, das funktioniert, ja. So, das ist jetzt ein etwas kürzeres Bett, muss man auch dazu sagen. Also ich bin 1,82, ich schlafe eh so in der Embryo-Stellung so ein bisschen, also für mich wird das jetzt funktionieren. Gibt es hier auch noch eine Absturzsicherung? Ja, gibt es auch. Die ist hier, warte, die gebe ich dir gerade. Nee, alles gut. Die ist hier vorne drin. Ja, perfekt. Und die kannst du denn dort und dort reinstecken? Ja, ich sehe schon die Einbuchtung. Das geht nämlich nicht ohne. Ja, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn man ein bisschen unruhig schläft und man stürzt hier mal ab, dann ist das doch ein etwas unangenehmes. Also mein Sohn schlaf ja, hat oben einmal geschlafen, hat das Ganze mal getestet. Mhm. Es empfiehlt sich, das ist mein ganz persönlicher Tipp, wenn man länger darauf schläft, auf jeden Fall noch oben was drauf zu machen, denn der hat an der Stelle jetzt natürlich keinen Lattenrost mit drin, deswegen... Also ich liege jetzt ausgestreckt. Also ich würde sagen, also ich bin, wie gesagt, 1,82 und ich würde sagen, das Bett ist auch 1,85 oder so. Unten ist größer. Unten ist größer? Ja, unten ist größer. Dann würde ich sagen, wechsle ich doch mal die Stellung, oder? Genau, das wirst du gleich merken, weil du nämlich komplett den Platz praktisch vom Sitz noch nutzen kannst. Aber interessant wird es eigentlich, wenn es eingeklappt wird. Vorsicht, Vorsicht, jetzt ein bisschen mit dem Kopf aufpassen. Ist gut. Genau, falsch rum. Ach, mit dem Kopf vielleicht mal da. Mhm. Ja, das macht eigentlich Sinn, ja. Mit dem zweiten sieht man besser. Ich
Ja, klar, dann sind die Füße sind hier in der. Ja, das ist natürlich jetzt riesig, ne? Ja, ist riesig und da ist nochmal das Kopfkissen an der Stelle, das du drin hast. Das kann auch nicht wegrutschen, weil der Sitz das absichert hier. Die Füße sind da drin? Ja, ja, absolut. Nee, super. Da vorne sind USB-Steckdosen, sehe ich hier noch. Und eine 220-Volt-Steckdose und eine 12-Volt-Dose. Von daher kann man hier auch Handy laden oder wenn jetzt hier Kids drin schlafen, die haben ja immer irgendetwas, was dann geladen werden muss. Sehr schön gemacht, wirklich. Und das macht auch hier das alles Metall einen wertigen Eindruck. Komm schon wieder raus. Ja, ganz wichtig ist, es ist ein echter Vierschläfer. Also oft werden verkauft Duo- oder Dreischläfer. Mhm. Das hier ist der Original, der Vierschläfer. Und jetzt das Rückbauen ist recht einfach. Genau, das, ich habe das mal eben gesehen, wie du das auseinandergebaut hast. Das ging so fix. Jetzt mache ich mal als Ungeübter. Ich würde jetzt wahrscheinlich hiermit irgendwie anfangen, das hochzuklappen. Oder? Genau, das da hochklappen. Das hier hochklappen. Mhm. So. So, genau. Denn das irgendwie. Machen wir gerade mal gucken. Nee, ist. Warte mal. Vielleicht machst du mal selbst. Du musst dann die Cam mal kurz halten, wenn das okay ist für dich. Ich das erste Mal. Wir drehen den Spieß um. Das haben wir noch nie gemacht. So, lieber Sven, jetzt erklär uns mal bitte hier. Oh, Schande. Sven, kann ich dich jetzt hier. Da ist der Sven. So, jetzt drehen wir den Spieß um. So, jetzt mach langsam. Die Kamera muss mitkommen. Okay. So, ich glaube, man muss einmal so. Das hätte ich jetzt auch so versucht. Warte mal, es läuft anders. Ich bin jetzt durcheinander, weil vor der Kamera hast du mich noch nie gesehen. Ja, also jetzt hier Premiere, so. Andreas Marein als Kameramann. Man zieht hier, siehst du? Ach, da. Ja, okay, da ist auch die Schlaufe dafür da. Ja, da okay. Ziehen, ja, dann anstehen hier rein. Ja, und dann faltet sich das da oben. Faltet sich das rein. Dann kann man es nochmal sichern. Dann wird das hier oben reingedrückt. Ja. Das Ganze dauert ca. 20 Sekunden. Dann geht man hin, nächster Schritt. Ja. Geht hier oben hin. Warte, langsam. Drückt das Teil hier hoch. Ja. Macht ein bisschen weg. Okay. So. Und schiebt es einfach mit der Gasdruckfeder hoch. Ach, das ist ja genial. Dann anschließend hier runter. Warte. So. Da unten ist ein Geheimfach übrigens. Da ist ein Geheimfach, ja. So, und dann anschließend darüber. Das war's. Jetzt ist noch so ein Keil dazwischen. Sagen, da fehlt doch noch was. Und das Teil kommt hier rein. Der kommt da rein. That's it. So, jetzt wird mich aber, warte mal, ich mache noch weiter mit der Kamera. Jetzt wird mich wirklich mal brennend interessieren, wie habe ich mich in den 2 Minuten als Kameramann gemacht? Schreibt es fleißig in die Kommentare oder soll ich lieber als Womo-Scout weiter agieren? So, jetzt gebe ich die Kamera wieder an den Sven zurück. Alles gut? Alles gut. Ich übergebe. Echt, willst du? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Teil so schwer ist. Du läufst ja doch ein paar Stunden damit rum. Lass mal deinen Muskel hier fühlen. Ja, ja. Ja, tatsächlich hat der Muckis. Ist er nur vom Kamerahalten? Ja. Pass mal auf, Andreas, setz dich mal rein. Ja, ich setze mich erstmal jetzt hier hin. Ja. Genau. Auch schön finde ich hier, dass hier so eine Schublade ist, wo man den Tisch reinschieben kann, wenn man den halt eben nicht benötigt. Zum einen kann ich, wenn ich den Fahrersitz gedreht habe mit der Rückenlehne, habe ich die Bewegungsfreiheit. Und es steht da vernünftig drin. Gibt es da nochmal was, wo man das so fixieren kann, dass es jetzt nicht so hin und her rappelt? Sonst würde ich jetzt da irgendwie ein Handtuch oder was reindrücken. Schaumstoff kommt da rein. Gibt es dafür genau, auch. Gibt's ja, dafür, ja. Habe ich mir gedacht, weil das wäre dann nicht zu Ende gedacht. Und auch hier möchte ich mich jetzt mal hinsetzen für den Zuschauer, dass der das so sieht. Das ist ja hier mit Getränkehalterdosen und so. Das ist da toll gemacht. Hinten ist eine drahtlose Ladestation. Ja, ja. Die ist mit drin, 230 Volt, die auch während der Fahrt funktionieren, die 230 Volt. Ja, hatte ich eben gesagt, als ich im Bett lag, konnte man von da aus schön sehen. Hier das Fenster kann man auch schön öffnen. Da sind noch dann die Induktivgeber dann für die Alarmanlage dran, da diese weißen Teile halt. Und ja, also wirklich, ich ziehe mal gerade den Tisch hier raus. Jedes Fenster, jede Klappe ist überwacht, sogar oben. Das bedeutet, wenn also einer nur an dieser Klappe nur rüttelt, da oben ist übrigens der Alarmgeber und nur die Position verändert, ist es schon vorbei. Das heißt also, ich kann das in einem Schlafmodus machen, während ich schlafe, sodass ich mich im Fahrzeug bewegen kann. So, und das wäre jetzt diese das Position. Wäre, komm hier an die verflixte Siebetisch, ja, warum die Karre war nicht vorne? Das war Rudi Carrell, ja klar. Ich überlege gerade, ich glaube, es war vor meiner Zeit. Wir sind eben alt, das kann nicht sein. Nee, aber ich sage jetzt mal, der Tisch könnte so einen Tacken größer sein, aber für 2 Mann ist das absolut perfekt. Bei einem dritten, hier gibt es nichts, was du noch ausklappen kannst, ne? Nee, wir haben mit 4 Leuten hier gefrühstückt, das ging. Echt? War kein Problem. Aber du frühst doch eh nur einen Riegel oder so, ne? Ja, aber es geht ja auch darum, du brauchst ja in so einem Fahrzeug viel Platz, damit du dir nicht den Platz kaputt machst. Und das Fahrzeug ist ja quasi ein Raumwunder, so kann man es ja schon sagen. Ja, absolut. Also das ist das Erste, was ich damals gedacht habe, als ich hier reingeguckt habe. Jetzt stelle ich mich wahrscheinlich wieder ein bisschen doof an. Da
halten. Ja, das sagst du so. Ich würde dir so gerne helfen, ich habe beide Hände voll. Ah ja, okay, alles klar. Es ist sehr einfach, muss man dazu sagen. Ja, selbst ich krieg das hin, ja. Beide Knöpfchen drücken. Ja, warte. Und zack. Es geht auch viel einfacher, wenn man steht, übrigens, Andreas. Ja, ich möchte das ja im Sitzen machen. Weil von Geburt an ist der Mensch ja erstmal bequem. Das, tun wir mal, das war der Absturz. Das Teil kommt unten drunter. Wenn du mal kurz dort unten den Hebel betätigst. Ja. Ja. Und jetzt zeitgleich den Sitz hochziehst über den Keil. Das Teil ja, das, da, genau, das Keil kurz raus. Jetzt hochziehst, da unten ist das Geheimfach. Und da, und da wird das Teil reingelegt. Rein. Genau. Ja, okay. Bist du sicher, dass das sicher, da so? Sicher, ganz sicher. Weil das einfach quer reinlegen, es geht zu. Okay, weil, einfach zumachen. Das rutscht jetzt nicht hin und nein, her. Nein, passiert und nichts. Macht Geräusche. Weil ich bin ja so jemand, ich bin, was Geräusche betrifft. Du würdest ja normalerweise in das Fach auch ein bisschen was reinlegen, weil es sehr tief ist. Ja, also ich finde die Sitze auch vom Polster, von der Haptik her, finde ich die sehr wertig halt. Auch von der Polsterung, von der Qualität ist das super gemacht. Genau, ja, der Beifahrersitz ist auch drehbar. Du hast eine große Navi drin, sehe ich gerade, mit einem riesen Bildschirm. Ne? Das ist das Größte, was es gibt. Es ist direkt von Fiat. Mhm. Es kann DAB+, es kann alles. Ja, das ist das also, Original Fiat Infotainment Paket, wo dann auch der digitalisierte Tachometer dabei ist. Halt natürlich klar mit der 9-Speed Wandlerautomatik, Multifunktionslenkrad, wie das heute in den hochmodernen PKWs halt so ist. So, es hat genau, überall. Ich mach mal ganz kurz Zündung an. Geh nochmal. Gerne. Halt mal bitte gerade auf das Kombi-Instrument hier, weil nicht jeder hat schon mal Lenkradsperre drin. So, jetzt. Nicht jeder hat 4 an 8 schon gesehen, digitalisiert. Das macht ja, hier wirklich einen tollen, schönen Eindruck. Muss man halt aufpassen hier mit dem, was hier an. Ist der Mute, siehst du? Ich sehe gerade gar nichts. Warte mal gerade. In der Mitte unten? Ach, Entschuldigung, ja. So, das geht einmal so, das geht auch über das Display, es geht über das Lenkrad auch. Kannst du die Lautstärke verändern? Ja, das ist klar. Ich hatte eigentlich jetzt über das Display versucht. Und ja, das ist halt wie gesagt das Original Fiat Infotainment Paket. Da ist die große Navi dann mit dabei. Ja. Großes Lenkrad bedeutet, ich habe ein Lederlenkrad mit drin, habe Multifunktion mit drin, kann alles mit steuern. Der hat einen aktiven Spurhalteassistent, der ist so toll. Also, dass ich im Prinzip jetzt in Belgien einfach nur die Richtgeschwindigkeit eingegeben hatte, hat die Spur selber gehalten und das geht richtig gut, also Spur halten. Ja, aber du musst schon noch alle 30, 40 Sekunden dem sagen, dass du wach bist. Ja, ja genau. Du kannst aber brauchst mal nur so antippen, ne? Genau, antippen. Das habe ich bei mir im Auto auch, da brauchst du nur, dass du halt das leicht antippst und weißt ja, du bist noch wach und dann fährt der wieder für, weiß nicht, 40 Sekunden alleine. So, da vorne ist das digitale Navi. Ich habe ihn wirklich original mit, du fährst ihn mit 87 km/h mit 6,9 Liter. Mhm. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn es jetzt nicht gerade im Bergischen Land ist, riesengroß. Und die Rückfahrkamera, sollen wir die mal kurz zeigen? Du, weil das ist ein Erlebnis, wie gut die ist. Weil ich normalerweise nicht gerne mit Rückfahrkamera dann die Lautstärke. Er ist so leise, wenn du mal gerade startest. Ja, ja. So, wie Sie hören, hören Sie nichts. Ja, gut, okay, klar. Jetzt mache ich mal gerade den Rückwärtsgang rein. Mhm. Und dann können wir mal schauen hier, das ist wirklich gestochen. Du siehst ja sogar die einzelnen Kieselsteinchen hier. So, wenn da irgendwas flimmert, dann ist es meine Kamera. Im Original flimmert was. Ja, man sieht aber auch jetzt direkt, unser Hof ist so gut wie leer. Also wird Zeit, dass wir über billigerwohnmobilkaufen.de noch ein paar Autos ankaufen können. Wir haben noch Platz, also scheut nicht, uns Autos anzubieten. Ja, ich werde euch das gleich nochmal erzählen, genau, was es im Pott hat. Super leichte Servolenkung hat er hier drin. Auch das ist total toll. Wie gesagt, elektrische Handbremse, ich kann es kaum glauben. Die ist vollautomatisch auf und zu geht. Ja, ja, sobald wie du jetzt den Gang einlegst und bist angeschnallt, dann geht die auf. Ja. Mal wieder aus, ne? Ja, es kommt noch viel besser. Wir haben das ganz große Blind drin von Dometic, wenn du das mal gerade hochmachst. Und zwar das, was du in 0, nichts einfach hochziehen kannst, was so ungewöhnlich ist eigentlich für die Fahrzeugklasse. Normalerweise hast du das immer, ich sag mal, von der Seite her kommend. Hier ist es von oben nach unten. Es ist komplett dicht. Das bedeutet, es kann niemand reinschauen. Dann kannst du es halb hoch machen, dass du noch durchgucken kannst. Ja, du hast also eine Privacy-Funktion nochmal. So wie jetzt halt, sage ich jetzt mal, ich könnte jetzt hier in der Unterhose sitzen und trotzdem rausgucken. Und mir kann keiner jetzt auf den Popo gucken. Das finde ich auch wirklich gut gemacht. Du kannst das aber auch, weil es ist ja jetzt nur so,
ich kann das aber auch von unten hochschieben, denke ich mal. Ne? Das habe ich noch nie probiert. Okay, ich lasse das lieber sein. Bevor ich was kaputt gemacht habe, lasse ich es lieber sein. Es kann sein. Ja. Ich werde es rausfinden, wenn der Sven weg ist und wenn ihr dann anruft und fragt, dann kann ich berichten. Also ich mache das lieber jetzt nicht, wenn der Sven dabei ist. So, Seitsfenster an allen Ecken. Den Sitz gerade haben wir optisch noch ein bisschen mehr Platz im Auto. Zack. Zack. Das geht also auch easy going. Ich habe jetzt hier nichts am Lenkrad rein oder rausgeschoben. Das geht wirklich gut. Genau, dann auch hier Stehhöhe hier vorne. Dann hier mit dem... auch hinten? Mit dem, ja, hinten, du, sowieso, da erwarte ich das ja auch. Aber ach so, vorne ist ja nicht normal. Ich habe übrigens einen komplett ebenen Boden. Also das, was die meisten kennen, weil hier der Boden aufgebaut ist im Fahrerhausbereich, das gibt es hier nicht. Es ist alles ein Doppelboden. Das bedeutet, das ist die Aufbauhöhe. Da kommt die ganze Heizung durch. Der ganze Boden ist geheizt. Das heißt, du hast keine kalten Füße. Das ist so cool. Ja, nee, das finde ich wirklich cool. Ich habe eh keine kalten Füße, weil ich habe ja immer rote Turnschuhe an. Ich gehe damit auch ins Bett, wie du weißt. So, da ist übrigens das Bett jetzt in der Funktion ausgefahren. Gehen wir mal kurz auf die Bedienung. Wir haben ein hochauflösendes Display mit drin. Genau, das Touch halt logischerweise. Ich habe das jetzt gerade schon mal aufgeweckt, braucht man nur einfach irgendwo draufdrücken, dann wird es halt wach. Und ich kann hier alle Funktionen halt direkt auf einen Blick ablesen. Also angefangen von Datum und Uhrzeit, Innen- und Außentemperatur, kann ich aber auch die Füllstände bzw. Ladezustand von Starterbatterie und Aufbaubatterie. Ich sehe noch, da ist noch Wasser drin, das muss man noch ablassen jetzt. Abwasser und so weiter, kann ich alles sofort ablesen. Hier schalte ich dann nochmal die Druckwasserpumpe halt dementsprechend ein. Was mache ich hier? Das wüsste ich jetzt. Außenbeleuchtung. Ach so, klar, da sind da keine Lämpchen, man sieht es ja genau. Schalte ich hier Außenbeleuchtung an. Und hier würde ich das ganze Licht im Auto nochmal ein- oder ausschalten. Ich habe eine interne Trittstufenbeleuchtung, die ist hier mit drin. Die kann man von innen nochmal anmachen. Ja, die ist halt extrem indirekt. Das heißt, wenn Kinder schlafen zum Beispiel, wollen die immer so ein bisschen Licht haben. Kenn ich. Und das ist genial. Also das ist echt gut. Das wäre dann was für mein Enkelkind, die braucht auch immer ein Lichtlein. Und dann würde ich das dann schon anmachen, ja. Besonderheit hier, die Klimaanlage drin, da vorne ist sie. Ja. Truma Aventa, die sehr unauffällig ist, aber immer ein Riesenaufwand ist, die nachzurüsten. Und das Ganze kann man dann machen in der Lounge-Funktion. Genau, ich lasse jetzt gerade noch mal das Bett weg, nicht weg, sondern runter. Damit man mal sieht, welche Einstiegshöhe das Bett im Normalzustand hat. Da kann ich mir so wirklich ganz bequem draufsetzen und muss da jetzt nicht irgendwie hochklettern oder braucht da nochmal irgendwelche Trittstufen oder so. Das ist wirklich großes Kino. Also ich stehe jetzt hier ganz normal und setze mich ins Bett. Fertig. Das ist also wirklich toll gemacht. Und hier die L-Küche finde ich auch nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch vom Arbeiten. Wenn man jetzt hier was machen möchte, finde ich das wirklich super. Und wer jetzt sagt, ich brauche hier ein bisschen mehr Freiheit, weil das Bett habe ich ja jetzt im Kniebereich stehen, dann schiebe ich das Bett halt einfach nur über diesen Hebel hier, entriegel ich das und schiebe es einfach wieder nach hinten. Und schon habe ich hier wieder ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum. Hier ist nochmal so ein Ist ein Griff. Ja, das nochmal so ein Halter einer. Da kann ich übrigens auch, deswegen wollte ich das zeigen, da kann ich auch nochmal einen Kleiderbügel aufhängen für eine Jacke oder so. Andreas muss sagen, du bist der Erste, der jetzt nicht versucht hat, das aufzumachen. Nee, das ist nicht zum Öffnen. Das ist nicht zum Öffnen. Das kann ja nicht zum Öffnen sein, weil hier ist ja der Kocher drüber. Mhm. Also von der Logik, oder ist es zum Öffnen? Nein, nee, ist zum kann ja nicht. Also ich hätte jetzt nicht da versucht dran zu ziehen oder so. Aber das Schöne ist, dass man halt an sowas denkt an der Stelle und auch diese Optik wieder aufnimmt. Dann natürlich auch der Kühlschrank halt, der von beiden Seiten zu öffnen ist, was jetzt in dem Auto für mich jetzt so macht Sinn, weiß ich nicht, ist egal. Ein Kompressor hat er. Ja klar, Kompressor drin, ist von beiden Seiten zu öffnen und dann die Truma 6DE, hatten wir draußen schon gesagt, die hier verbaut ist. Ich habe sie ganz ausgemacht. Da muss man jetzt mal lange drücken und dann kommt die ja wieder. Dann ist sie wieder hellwach und von daher ideal halt auch mit dem Heizstab, der da drin ist. 900 Watt, also insgesamt 1800 Watt. Ich kann also zweimal 900 Watt elektrisch beiheizen. Reicht für die Übergangszeit, um zumindest warmes Wasser oder so aufzubereiten. Gleich daneben, das ist dann... hier vom Spannungswandler für ein- und auszuschalten, halt für den Inverter halt, sodass ich 220 Volt im Auto habe. Und ganz wichtige Frage, ist der Spannungswandler bzw. die Klimaanlage so geschaltet, dass ich sie über den Spannungswandler laufen lassen kann? Kann man machen. Machen viele nicht, wir machen es bei uns so. Ich finde es für wertvoll, aber das ist kein großer Akt, das kann man umgehen. Man kann es ändern, wir haben es jetzt ganz bewusst weggelassen, weil ich keine Netzvorhangschaltung habe bei dem Fahrzeug. Das ist machbar, das kann man nachrüsten. Ich habe es nie gebraucht. Warum? Der Ladebooster, der hier angeschlossen ist, der ist so performant, das Auto ist immer zu.
Ja, also ich spreche ja immer, ne, für, ich bin ja quasi jetzt das verlängerte Auge, das könnte ein bisschen wertiger sein, das ist wirklich, billig Plastik, dafür, der Rest vom Auto ist so extrem hochwertig, da hätte ich da nicht aufgehört. Gut, es kommt ja mit von Dometic, muss man sagen. Ja, gut, okay, dann muss man das dahin platzieren, das sind ja alles nur Zuliefererteile, das ist der ganz normale Gaskocher, auch mit Piezo-Zündung drin. Also, hier stand übrigens die Mikrowelle. Also ich habe die auf dem, ja, ich habe eine Mikrowelle, hatte ich mit. Okay. Die habe ich da oben einfach hingestellt mit einer entsprechenden Rutschmatte und die hat gehalten. Das war kein Problem. Genau. Cool finde ich übrigens, wenn Leute kommen und sagen, das Bett ist zu klein. Das stimmt nicht. Sag also mal ich habe Maß Meter 1,30 glaube ich mal. Aber die Praxis ist ja entscheidend. Also muss auch sagen, mein Sohn ist der nachts immer, der kommt schon mal gerne zu mir, das kennst du? Ja, also unser Sohn, den hast du abends so hingelegt und morgens wurde er da unten rechts in der Ecke mit dem Kopf wach. So, und der war, wir beide haben hier drin gepennt, muss man auch sagen. Das ist überhaupt kein Problem, denn ich habe ja vorne noch zwei Betten, das kommt auch noch mit hinzu, aber es ist so groß, wenn du dich mal gerade drauflegst, es ist ja hier die Lounge-Funktion. Dann zieh's mal wieder zurück. Genau, zieh's mal zurück, dass wir das mal sehen. Dass du, also das selbst ich bin jetzt 1,85, du hast so viel Platz. Ich gehe extra mit den Schuhen nicht ganz drauf, weil wir gerade draußen im Hof gelaufen sind. Wir sind hier nicht in der Halle unterwegs. Ja, perfekt. Es ist halt, ich meine, es ist ein Kompromiss, aber es ist das perfekteste Stadtreisefahrzeug, was ich je in meinem Leben besessen habe. Ich gebe ihn so ungern her, das kannst du gar nicht vorstellen. Mhm. Aber ich habe gehört, mir hat ein kleines Vögelein gesagt, es gibt demnächst einen neuen Affinity. Nein, einen neuen für mich. Es kann auch wieder ein Vierschläfer sein, Dreischläfer sein und so weiter. Ich lasse es mal offen. Also ich fasse jetzt nochmal gerade zusammen hier, weil ich jetzt so fühle und sehe für den Zuschauer. Hier haben wir jetzt diese Plane, die wir draußen eben gesehen haben, die so aufgeschäumt ist, wo ich halt eigentlich jetzt mit dem Kopf liegen würde und vielleicht Kältebrücke wäre. Aber auch das Material, was hier verbaut ist oder auch hier an den Säulen, das ist von der Haptik her, das fühlt sich schön weich, samtig an und ist auch aufgeschäumt, also so weich, das ist nicht irgendwie ein harter Plastik oder so. Und das ist hier wirklich, also auch hier ums Fenster rumgebaut und da links an der Seitenwand. Also ist nicht billig gemacht, oder? Nein, überhaupt nicht. Auch die Akustik hier drin ist klasse. Ja. Es ist komplett leer. Oben sind Lampen drin, Touch. Ja, gibt es eigentlich, ich sehe hier keinen Schalter, wo ich das einschalten kann. Nein, oben einfach drauf fahren mit dem Finger. Ach so. Okay. Da gehen die an und zwar an den Metallrand. Ach, da, jetzt sehe ich, ach, da ist ein Schaltersymbol. Aber ja, alles gut, ich sehe ich hier. Ja. Aber kann es auch sogar dimmen hier, ist ja geil. Ja, in drei Stufen. Aha. Da hat jeder seine Leselampe mit drin. Spannender ist allerdings, dass alles durchdacht ist bei dem Fahrzeug. Bedeutet konkret, du hast das Fenster an der richtigen Stelle, was du leicht ankippen kannst. Dann habe ich mir einen Max-Fan gegönnt mit Fernbedienung und automatischer Temperatursteuerung. Das Ding kann während strömendem Regen einfach betrieben werden. Das ist, also ich habe die Klimaanlage zweimal angemacht, als es so, ich sag mal, heiß war, um das Fahrzeug abzukühlen. Es ging also mehr um das Laden der Akkus und so weiter. Ja. Das ist hier, die Klimaanlage hat gebraucht, gefühlte 4 Minuten, da war das Auto kalt. Ja, auf jeden Fall. Die Klimaanlage spielt ja mit dem Auto. Auch der Dachhimmel ist schön weich aufgeschäumt. Ganz kurz, ich sehe hier vorne sehe ich eine TV-Dose. Ja. Dann hat er eine TV-Vorbereitung drauf. Hat der schon ab Werk DVB-T 2 oder? Der hat eine komplette Fernsehvorbereitung mit drin. Also die, ich habe nie eins drin gehabt, weil ich alles über Tablet mache. Und ich kann auch jedem nur raten, mit dem Auto holt euch ein Tablet, holt euch eine Flatrate, holt euch keine Satzschüssel, Hintergrund. Ich meine, ihr könnt eine einbauen, das geht. Aber der Vorteil ist, du kannst auch Fernsehempfang haben, wenn du unter Bäumen stehst. Und du stehst mit so einem Auto, weil es so klein ist, findest du immer einen Baumplatz. Ja, also ich habe bei mir auf dem Mobil, muss ich gestehen, beides logischerweise. Sat-Antenne, die war natürlich vorher drauf und habe dann irgendwann nachgerüstet, auch eine LTE-Antenne. Und das Interessante ist, wenn man auf einen Stellplatz fährt, jetzt beispielsweise freitags, nachmittags, und die sind alle schon gut besucht, unter den Bäumen findest du meistens noch Platz, weil sich da keiner hinstellen will wegen dem Fernsehprogramm. Und mich juckt das überhaupt nicht. Ich streame hier über Satu das Fernsehprogramm runter oder gucke halt YouTube oder Netflix oder so. Ich habe das Notebook immer dahingestellt. Ich kann wirklich nur empfehlen, hier LTE-Router ins Auto rein. Sat-Antenne verliert immer mehr an Bedeutung. Ja, hier vorne übrigens ein netter Hinweis. Wenn ihr einen Router reinmacht, also ich hatte niemals Empfangsprobleme. Es hat was damit zu tun, dass das ganze Dach hier aus Kunststoff ist, was vorne drauf ist. Da ist so ein, ich sag mal, ein Designdach und da hast du gar kein Problem. Hier hinter übrigens ein Tipp,
ist noch ein Stauraum, den kann man, ich sag mal, dort aufmachen, da kann man komplett den Router dahinter machen, okay, und ist dann hinter direkt im Kunststoff drunter. Okay, dann sind hier die Lampen über dem Hegedach, ich sage jetzt einfach mal Hegedach, die sind dann auch mit Touch, das habe ich jetzt dann auch verstanden, genau, also auch in drei Stufen aufhellbar. Ich möchte aber noch gerade hier in die Schränke reinschauen, gerne, ja, um das eben auch zu zeigen. Und auch hier, jetzt von der Haptik her, das fühlt sich hochwertig an und man muss wirklich an jedem Schrank wahnsinnig fest ziehen. Man denkt fast irgendwie, der Möbelschreiner hätte das nicht vernünftig angepasst, aber es kommt echt durch diese Magnetgeschichte, die hier drin ist. Und daher kann ich mir natürlich vorstellen, dass die nicht rappeln. Also die sind ja jetzt, ohne dass ich den Verschluss hier schließe, ja, liegen die wirklich schon spark an, auch mit Softclose hier. Ja, gut, da muss ich jetzt dann helfen, das schafft er natürlich nicht. Und hier... Das hat was damit zu tun, darf ich das mal kurz zeigen, wenn du ja, da jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen Fett drauf machst, du kannst es ja mal hier gleich mal holen, da? Da, nee, vorne auf die Spitze. Ja, das ist klar. Ein ganz kleines bisschen Fett, dann geht es ungefähr 10-mal so leicht. Das muss einmal ganz leicht eingefettet werden, das haben die mir auch gesagt. Da oben sieht man es eigentlich ganz gut. Mhm. Da ist jetzt ein bisschen Fett drauf, ja, und dadurch kann es nicht rauskommen. Mhm. Das ist übrigens der Zusatzsensor für die Pandora. Den kann man festmachen, den kannst du abnehmen, da ist ein Klettrand am Fahrrad, ja, und dann wird Alarm gegeben, wenn das Fahrrad bewegt wird draußen. Ja, genau, den packst du irgendwo hin. Den kann auch kein Mensch direkt deuten, also Fahrrad oder hier E-Scooter oder so. Und dann ist es quasi mit über die Pandora-Alarmanlage abgesichert. Das heißt, wenn jemand nur dran rüttelt am Fahrrad hinten dran, dann gibt es schon Alarm. Das ist die Fernbedienung für den Lüfter nochmal oben im Dach. Korrekt. Genau. Max Van. Und hier, ja, genau, der Max Van. Und hier, das ist dann klar für die Klimaanlage. Und jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen. Das ist wofür? Das ist das Kit, wenn du mal gerade die Tür zum Badezimmer öffnest. Mhm. Ja. Du kannst nämlich. Ja, komm, mal, du kannst die Haken repositionieren. Repositionieren? Ja, diese Haken da, die sind mit Luftdruck. Ach, jetzt hör auf. Doch, die sind so angebracht, dass du die jederzeit wieder an irgendeiner anderen Stelle anmachen kannst. Also ich kann die jetzt hier lösen, ja, und kann jetzt, jetzt hätte ich da ist das Werkzeug ist dabei, die Anleitung ist dabei. Okay. Ist du kannst sie jederzeit irgendwo anders hin machen. Das ist ja auch nicht schlecht. Wer vertreibt so ein System? Das ist ja, oder findet ihr nicht erfunden. Also nee, aber eigentlich genial, die sind richtig schick. Nee, absolut. Also da kümmere ich mich mal drum. Das nehme ich mir mal direkt als Gedankenstütze raus. Da will ich doch von unserem Lager. Da ist nämlich die Pumpe dabei. Ja, siehst du, dass du den Unterdruck erzeugen kannst? Ja, ja, ich verstehe. Du nimmst das weg und wenn du es neu haben willst, dann erzeugst du mit der Pumpe den Unterdruck. Bevor wir noch mal kurz ins Bad gucken, lass uns mal schnell hier noch die Schränke, machen wir das Auto vorne nämlich fertig. Hier ist nochmal ein Kleiderschrank. Dementsprechend. Verhängende Kleider, da waren immer die T-Shirts von mir drin, genau, und Jacken und so weiter. Ist ja phänomenal, im Kastenwagen Kleiderschrank, oder? Ja, ab, nee, ja gut, okay, das haben wir beim Malibu auch. Der würde ich sogar fast sagen, da ist der Kleiderschrank ehrlich gesagt noch einen Tacken besser. Aber ist schon auf hohem Niveau hier. Fällt dir was auf bei dem Holz hier, wenn du mal auf das Dekor guckst von außen? Ja, das ist mir schon sofort aufgefallen, als ich hier reingeguckt habe. Die Maserung läuft hier wirklich durch, ja. Man sieht also hier, das ist das eine Brett und die Maserung, die hier aufgenommen wird, das läuft hier weiter, so dass es auch einem Guss ist. Das läuft hier wirklich einmal. Hier sieht man es ganz gut, es sind über drei Schränke verteilt. Hier, dann geht es hier weiter, ja, und geht hier bis zum vorderen Schrank. Du weißt, ich kenne mich auch ganz gut mit Variomobil aus. Da ist das Stand der Dinge schon immer gewesen. Woanders ist das eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Aber das ist ja auch hier, das ist ja witzig, auch hier an der Badezimmertüre, auch da hat man das genau so verarbeitet. Das ist schon ein Wahnsinnsaufwand, das so zu machen. Das, das ist echt Holzfurnier. Ja, das ist wirklich Liebe zum Detail. Wir fänden das Auto auch toll, wenn es nicht so wäre. Mhm. Das ist so. Aber es hat was. Gehen wir nochmal ins tolle Badezimmer rein. Ich gehe mal rein, um mal die Größe zu demonstrieren. Das Badezimmer ist von großen Menschen wirklich zu benutzen. Und das ist das erste Badezimmer in der Größe. Du kannst sowohl aufs Klo gehen, als auch duschen. Einfach ziehen. Ist ja, ich will nichts kaputt machen. Nein, du machst nichts kaputt. Der Eigentümer ist dabei, weißt du? Stimmt. So, bisschen vorziehen. Was denn? Bisschen vorziehen. Das war's. Ja, perfekt. Der Vorteil ist, dass du jetzt die Badezimmertür auflassen kannst. Du kannst dich drin drehen, du kannst dich richtig duschen. Ja. Hier ist auch ein Ventilator mit drin. Ja, ist drin. Das ist ein Lüfter im Bad, wusstest du aber, ne? Ja. Genau, ein Lüfter mit drin. Dann hier Waschbecken. Warte mal, ich komme mal rum. Ja. Soll das mal gerade sehen. Das Waschbecken kannst du einfach rausklappen, okay, und ziehen. Auch Gasdruckstempfer hier, das heißt, das kann jetzt nicht runterfallen. Ich lasse das jetzt einfach mal los. Okay. Es kann aber hochfallen. Ja. Man sollte es ein bisschen. Also das wirkt jetzt hier wieder wertig gegenüber der Spüle. Das muss man echt mal so sagen. Das ist dann die Brause. Gibt es aber keine Stangen. Ach, doch, da oben. Alles klar, schon gesehen. Prima.
Oben ist die Halterung. Übrigens, die Truma 6.de macht so geiles heißes Wasser. Es ist unglaublich. Ich habe die bei mir im Malibu auch gehabt. Ich möchte eigentlich nichts anderes im Van haben, weil ich brauche mich um das Thema Gas nicht so primär zu kümmern. Hier nochmal, ach, das ist doch geil gearbeitet hier. Ne? Da ist eine Fuge mit drin, das darf ruhig nass werden, haben die mir gesagt, die Eigentümer, dass es dagegen komplett abgesichert wird, aber nicht nass. Steckdose drin, 220 Volt. Die Helligkeit, wenn du mal was dazu sagst. Ja, das Licht, was hier im Auto ist, das finde ich sowieso, das Lichtkonzept finde ich schon klasse. Also wir haben bei uns im Malibu, würde ich sagen, das beste Licht überhaupt im Kastenwagenbereich. Aber das ist auch nicht schlecht. Ich muss immer vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke. Das ist schon, das Licht ist schon gut hier drin, ja, kann man echt sagen. So, was haben wir noch verbaut? Nix, also doch. Die Klima ist drauf, wir haben Solarvorbereitung drauf. Wir haben eine 200 Ampere-Stunden Lithium-Batterie von Liontron, die eine eigene App hat. Genau, richtig. Wo du einfach App gesteuert, deswegen brauche ich hier nicht großartigen BMI, wo ich ablesen kann, ja, sondern die hat eine App-Steuerung. Arctic. Genau, die gibt es bei uns auch über ein Zubehör, daher kenne ich das Produkt ganz gut. Kannst hier den QR-Code einscannen, lädst die App. Ja. Lädst die App runter und schon bist du mit deiner Batterie im Geschäft und siehst genau, was der Sache ist. Arctic-Paket bedeutet, du kannst sie sogar schnell laden, wenn es sehr kalt ist. Das heißt, das Auto ist bei Null und sie kann unglaublich schnell einlagern. Habe ich erfahren von Liontron, hat der Chef mir erzählt. Gibt es also verschiedene Versionen. Die hat eine eingebaute Heizung, die Batterie. Ach, das hatte ich schon hier. Ja, okay. Okay. Ja, also das ist ja, ich bin ja Elektrowarenfahrer und da ist das ja tatsächlich so, dass wenn die Batterien kalt sind, das Laden halt eben immer etwas langsamer geht, halt, alles gut, ich war schon, dass die Laderei halt eben etwas langsamer geht und da ist bei den Elektrofahrzeugen heutzutage, dreht man ein Riesenrad mit einer Wärmepumpe, dass Batterien vorgeheizt werden können und da muss ja dann eine ähnliche Technologie eigentlich drin sein. Nochmal zum Thema Spritverbrauch, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil der hat sich 12, 13 Liter genommen auf den ersten 600 Kilometern und dann ging der Verbrauch merklich runter. Also habe ich noch nie erlebt sowas. Also der ist am Anfang, war er wirklich mit 12, 13 Litern, als wir nach Polen zurückgefahren sind. Mittlerweile fahre ich das Auto zwischen 7 und 9 Liter. Ja, du musst mal überlegen, am Anfang, wenn so ein Auto neu ist, da ist alles ist noch eng. Der Motor ist eng, die Lager sind eng, das muss alles erstmal einlaufen. Man sagt immer, gib einem Fahrzeug so 2000 Kilometer und dann hat er sich eigentlich da eingependelt, wo er sein soll. Das ist zwar heute nicht mehr so wie früher, dass man ein Auto jetzt da 1500, 2000 Kilometer einfahren muss. Das ist heutzutage alles mit diesen Minutenringen, die da auf ihren Kolben drauf haben, sind die sehr schnell eingefahren, die Fahrzeuge. Aber nichtsdestotrotz ist ein neues Auto. Das muss erstmal die ganzen Getriebezahnräder müssen miteinander arbeiten und dann nach 2000 Kilometer ist es eigentlich da, wo es hingehört. Da unten ist eine Tür übrigens, wissen viele nicht. Da kannst du einfach schließen den ganzen Raum, wenn du... Ja, da, genau, da ist eine Tür, wenn du da mal reingreifst. Diese? Nee, nicht die, wenn du mal reingreifst. Links ist eine Tür. Mal reingreifst ist gut, ja. Genau. Ah, jetzt sehe ich, was du meinst, ja. So, die kannst du zumachen. Ja, kann ich hier, da bleibt jetzt nur so ein Spalt. Da bleibt so ein Spalt übrig, ja. Das bleibt, okay. Das bleibt, ja. Okay, das können wir noch schließen. Was ich auch noch zeigen wollte, ist... E-Bikes. Genau, das kannst du hier hochklappen halt. Wenn du jetzt Fahrräder reinmachst, dann passen die logischerweise auch von der Länge rein. Und, was sehr schön ist, der Beweis, dass die Tanks im Doppelboden liegen. Tada, da liegt der Tank. Das Abwassertank das ist Abwassertank. Das da? Ja, ja. So, und der Frischwassertank ist uns hier. Falls die Leute... hätte einen blauen Deckel, der Abwassertank einen roten Deckel. Und der Frischwassertank... Bitte einmal hochfahren. Das Bettchen hoch. Bettchen hoch. Da ist der Schalter. Auch dieser Schalter hier übrigens, der ist gummiert. Ja, das fühlt sich auch wertig an. Ich vermute mal, dass der auch Spritzwasser oder sowas ab kann, weil der so, ich sag mal, so eine gummierte Oberfläche hat. Also, der Wechselrichter mit drin. Bitte, wenn ihr darauf achtet, dass die Fahrzeuge sind ganz unterschiedlich ausgestattet. Viele haben keine Dieselheizung mit drin. Viele haben keinen, ich sag mal, obendrauf eine Klimaanlage mit drin. Die 200 Ampere-Stunden Lithium, guck mal da, der Deckel. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass das da sitzt. Das ist der Frischwassertank und das ist auch der Drehregler zum Entleeren. Siehst du den schwarzen? Ja, da vorne. Da lässt man das Wasser halt dementsprechend ab, wenn man das Auto winterfest machen möchte oder einfach Wasser tauschen möchte. Genau. Großes Thema Alarmanlage. Ich habe gesagt, also das Auto auf jeden Fall mit einer Alarmanlage ausrüsten. Wir haben die beste Alarmanlage am Markt genommen, die Pandora, finde ich zumindest, weil sie hat eine App-Steuerung mit drin. Mhm.
Das musst du aber gleich komplett alleine erklären. Also die Alarmanlage, das Ding hat mich komplett geflasht gestern Abend. Ich habe ein Video dazu gedreht. Vielleicht können wir das Video einblenden. Vielleicht verlinkst du dann auch nochmal auf das Video, weil das ist ja alleine, das wird ja den Rahmen vom Auto jetzt sprengen. Aber gehört nun mal dazu, ist ja nun mal fest verbaut hier. Also ich habe so ein Teil noch nicht gesehen. Ich zeig dir das mal gerade. Also ich zeig dir mal eine Grundfunktion. Warte mal. Ah, da steht vorne. So, das ist die Alarmanlage, wenn du mal gerade oben die zwei Pakete mitnimmst. Die Pandora und das Zubehörpaket, da können wir das mal zeigen. Schwarze auch, ja. Das ist das, was kommt. Also die heißt Camper Pro, die Alarmanlage. Das ist übrigens die 2022er Edition. Da ist dieses Teil mit dabei. Wir haben das jetzt mal in so eine Schutzfolie reingesteckt. Dabei ist auch ein Code mit einer App. Das heißt, ich kann also das ganze Fahrzeug mit einer App versehen. Das ist die Fernbedienung dazu. Die heißt Ultra Range Control. Die sieht so aus und hierbei sehe ich alles. Das heißt, ich sehe jetzt auch gerade, dass Türen geöffnet sind, nämlich zwei Stück, wie du siehst, die Aufbautür und die Fahrertür. 20 Grad haben wir jetzt zurzeit vorne im Motorraum, 29 Grad sind außen. Die Fernbedienung ging im Bayerischen Wald, schätz mal, wie weit? Also da wir gestern Abend hier schon in geschlossenen Räumen... 5,5 Kilometer, ja, das über Funk. Wahnsinn. So, jetzt kommt es aber noch besser. Dabei ist noch ein Notbetrieb, das heißt, wenn hier die Batterie mal leer werden sollte, die ist nach 3-4 Wochen leer, die kann man einfach aufladen, das Lithium drin, kann man das Teil hier einfach benutzen, um das Fahrzeug zu verriegeln. Dabei entsprechend die Schlüssel hier mit dabei und jetzt kommt's. Jetzt kann ich hier sagen, wenn du mal gerade die Tür mal schließt. Die Schiebetür. Mhm. Jetzt zeige ich euch mal eine coole Funktion. Ihr seid jetzt im Fahrzeug drin. Und ich möchte schlafen gehen und dann gehe ich einfach hin und halte die Einschalttaste gedrückt. Sekunde. Er beschwert sich, er sagt, die Tür ist noch offen, Fahrer oder Beifahrer. Ja, ich vermute mal, dass die Fahrertür noch offen ist. Das heißt, er zeigt sogar an. Die war zu. Die ist auch zu. Kann es sein, dass die Heckklappe nicht zu ist? Die Heckklappe. Die ist auch zu. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ah. So. Was soll die Fahrertür? Da ist jetzt ein Häuschen drin. Das Häuschen bedeutet, dass die Innensensoren deaktiviert sind. Okay, aber jetzt kommt es noch besser. Jetzt habe ich zum Schlafen ein Fenster offen. Mhm. Das kann ich offen lassen. Und wenn du jetzt mal als Dieb einfach mal reingehst und das Fenster nur bewegst. Mhm. Okay. Das heißt also, ich komme jetzt da nicht durch, weil ich zu dick bin und will es weiter aufmachen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr weit offen, so hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Genau, da passiert nichts, ne? Doch, warte. Okay. Alarm. Ja. Also es ist extrem zuverlässig. Ich zeige euch mal gerade eine andere Funktion. Das wäre hier oben einfach mal die Dachhaube öffnen. Diese. Das war's schon. Ach, ja. Nur, dass ich das eingepackt habe. Ja, richtig. Das gibt's doch nicht. So, warten kurz. So, externer Sensor. Jetzt gehen wir mal rein und bitte mal oben die Dachhaube bewegen. Diese? Ja. So hier dran fassen? Nein. Einfach zumachen. Mach das. Also, ich habe das ja jetzt alles zugemacht, aber ich gehe davon aus, dass es beim Aufmachen genauso funktioniert. Genauso. Ja. Spielt keine Rolle. Das heißt, er merkt sich entsprechend die Position, die Stellung. Und jetzt dadurch, dass wir uns gerade bewegen, hat was damit zu tun, dass wir den externen Sensor, der ist nämlich hier drin. Genau, der ans Fahrrad kommen könnte. Genau, der ans Fahrrad kommen könnte, der ist jetzt aktiviert. Und wenn man den nicht benötigt, nimmt man den und legt den vorne ins Fahrerhaus rein. Das war's. Einfach nur reinlegen ins Handschuhfach. Okay, der ist hier einfach zu leicht zu erschüttern. Mhm. Und das ist der Grund, warum es nicht geht. Das heißt, ich habe also einen Modus, wenn ich drin bin. Jetzt kommt es noch besser. Werde ich überfallen, kann ich über eine App sogar das ganze Fahrzeug lahmlegen, während ich fahre. Das heißt, ich kann dem Fahrer wirklich die Schlüssel in die Hand drücken und kann dann anschließend mich einloggen über den Computer. Angenommen, der würde mir sogar noch das Handy jetzt stehlen. Das wäre natürlich der schlimmste anzunehmende Unfall. Ich mache mal gerade hier auf. Mal gerade hier mal die App mal starten. Das ist die App, die mit drin ist. Wir sind zurzeit in der Geilenkirchener Straße 9. Da ist die App mit drin und ich kann über die App sogar, zeige ich euch mal gerade, das Fahrzeug entsperren und aufmachen. Das heißt also, ich habe das so jetzt gekoppelt. Das kann man machen. Wie gesagt, das muss man nicht. Und er hat auch genau aufgezeichnet, wie viele Kilometer es sind. Und jetzt kann ich also hier entsprechend das ganze Fahrzeug wieder entsperren.
habe jetzt hier automatisch die Anzeige. So, entschärfen. Das System ist bereits deaktiviert, sagt er. Jetzt mache ich das Häuschen an. Kurz mal schauen. So, das ist der Home-Modus. So, jetzt sagt er natürlich hier, die Tür ist auf, die rechte Tür ist auf. Door Rear Right ist also noch geöffnet. Das zeigt er hier übrigens auch an. Das heißt also, in der Grafik ist die Aufbautür geöffnet. Siehst du das? Ja, das sehe ich. Ja, das ist mit drin. So, und jetzt können wir das ganze System auch noch mal schärfen. Und jetzt kommt es noch besser, wenn ich auf dem Parkplatz stehe und jemand hat einen Jammer dabei. Das heißt, so ein Funkmodul, was das unterbindet. Dann kann ich das in einem Systemmodus machen, dass automatisch das System überwacht wird. Das ist dieser hier. So, und jetzt überprüft er alle 10 Sekunden, ob es eine Funkverbindung gibt und baut eine Verbindung zum Server auf. Sollte die unterbrochen werden, gibt es Alarm. Ach, doch. Das ist für den Fall, dass jemand mit einem Jammer vor der Tür steht, beim ich sag mal Supermarkt zum Beispiel, und versucht, das System dann über diese Funktion zu deaktivieren. Ich habe sowas mal bei YouTube gesehen. Da lief einer mit so einer komischen, ich sag mal, Richtantenne durch die Gegend und hat wohl das Signal vom Funkschlüssel aufgefangen und hat dann mit irgendwas, keine Ahnung, laptopmäßig sah es aus in diesem YouTube-Video, hat er dann das Auto ganz normal geöffnet. Das spielt keine Rolle. Also das Auto ist auch nicht mehr wegzufahren das jetzt. Hier nicht mehr. Nein, keine Chance. Du kannst das Auto nicht wegfahren, selbst wenn du also jetzt das Auto, ich kann es ja mal gerade unschärfen. Das ist die Kurzversion. Schaut euch die lange Version von dem Video an, die ich in Hamburg eingebaut habe. Da wird alles genauestens erklärt. Eine Besonderheit bei Pandora ist das hier, das zeige ich euch mal gerade, wenn du mal gerade zumachst. Die bösen Jungs kennen ja Pandora. Ich mache Türe zu. Ja, Augenblick, ich komme raus. So, jetzt machen wir es mal scharf. So, ich habe natürlich das automatisch so gemacht, dass über diese Funkfernbedienung das Fahrzeug auch verriegelt wird. So, er sagt jetzt hier, Warning, da ist noch eine Tür offen, das spielt keine Rolle. Fenster auf, ist auch noch auf, also das spielt keine Rolle. Das heißt, er weiß das jetzt, dass die jetzt in der Position abgespeichert sind. Genau. Der Ist-Zustand, den nimmt er als gegeben hin. Als gegeben hin. So, und jetzt gehst du hin. Die meisten Jungs machen immer den da. Die treten gegen den Reifen. Das gibt's nicht, ne? Aber wie ist denn, wenn jetzt Wind ist oder was, geht die permanent nichts, los? Gar nichts, überhaupt nichts. Das kann nicht sein. Nein. Das ist so, dass man entsprechend die Empfindlichkeit einstellen kann. Das haben die Jungs gemacht in Hamburg bei mir. Es gibt überhaupt kein Problem. Ja, ich bin selten sprachlos, Sven, aber jetzt bin ich's. So, wichtig ist der Aufkleber. Die sehen nämlich diesen Aufkleber hier. Da gibt es nämlich Kopien von diesem Aufkleber. Was machen die Jungs? Die treten einmal kurz gegen den Reifen. Und gucken, ob es das Original ist. Ja, genau. Nicht dein Ernst. Wenn du halt zu fest gegen den Reifen trittst, dann gibt es einen Vollalarm. Warte mal kurz, das dauert immer, ich glaube, 5 Sekunden. Jetzt. Das war jetzt zu fest. Es kann auch sein, dass er zweimal macht. Er sagt jetzt hier, pass mal auf, ich lasse mich von euch nicht veräppeln, ich schalte mich ab oder so. So, jetzt warte mal, aber wir können ja mal eins machen. Ja, du weißt, wie du reinkommst. Ja, jetzt gehe ich mal durchs Fenster. So, jetzt mache ich hier, da liegt die Handtasche. Oder das Laptop liegt auf dem Sitz. Ja, genau. Ich will mir das rausholen. Nee, das würde jetzt funktionieren, weil das Fenster zu weit offen ist. Okay, aber wenn ich jetzt am Fenster... So, der Vorführeffekt. Sollten wir sie deaktiviert haben eben. Das kann nämlich sein, dass ich sie beim Aufdrücken deaktiviert habe. Ja, liebe Zuschauer, also dreimal gegen das Rad treten und schon ist die Anlage deaktiviert. So, jetzt haben wir es hier drin. Ja, das ist jetzt ein Vorführeffekt. Normalerweise werde ich... Dass wir die jetzt irgendwie ich habe die gerade eben deaktiviert. So, jetzt ist es scharf. Es dauert jetzt ungefähr... Ja, bitte. Ich bin jetzt hier. Augenblick, warten kurz. Es dauert ungefähr 10 Sekunden. Und jetzt? Jetzt einmal leicht. Okay. Okay. Jetzt drehe ich feste. Ja, mach mal. Geht jetzt wieder aus? Draufdrücken. Du hast mir jetzt nicht deaktiviert. Ich hab sie jetzt deaktiviert. So, jetzt aktivieren wir mal. Das war eben der Fehler, gell? Das war eben der Fehler. So. Ja. Also die Alarmanlage funktioniert. So, ist scharf. Augenblick. Jetzt kurz warten, 10 Sekunden. Jetzt kommt die Nummer mit dem Laptop. Liegt auf dem Sitz. Ja, liegt auf dem Sitz. Ich hole das jetzt raus. Das kann ich? So auf, ja, kannst. Ich mache nur ein bisschen. Ja, ganz leicht. Ganz langsam. So, das würde mir jetzt reichen. Und warte mal kurz, ich guck mal gerade, ob ich die, die Funktion. Nee, du machst das gar nicht. Ich will jetzt erstmal deinen Laptop klauen hier. Ja, schon her dir, mein Freund. Ich kann es schärfer einstellen. Laptop? Nee, nein, ich habe die Möglichkeit, diesen Sensor, der hier dran ist, noch erheblich empfindlicher einzustellen. So, also wenn du jetzt hier dran gehst und die
ich sag mal, normalen Jungs, es kann aber auch sein, warte mal gerade, darf ich mal kurz gucken? Du hast irgendwas falsch eingestellt. Ich habe irgendwas falsch eingestellt. Ich glaube nicht, dass die Anlage so grobmotorisch ist, weil die macht echt einen super Eindruck. Es funktioniert auf jeden Fall. Also wenn ihr Fragen habt, geht zum Sven nach Hamburg, googelt mal Pandora. Absoluter Hammer, ich habe sie jetzt deaktiviert und drauf ist. Also. Aber es geht halt bei allen Türen. Das heißt, üblicherweise gehen die Leute ja gern hier durch. Du machst das Ding scharf. Und jetzt ist zum Beispiel hier jetzt, da ist der Schlüssel, jetzt mache ich auf. Also ich simuliere jetzt einfach mal, ich öffne die Tür. So, geh rein, Alarm. Weil du nicht über den Schlüssel den Alarmanlagen-Sensor deaktiviert hast, ja, ist klar. Ja, super, also. Da bin ich mal gespannt, wie lange dieses Auto bei uns verweilen wird mit der tollen Pandora. Also sie hat noch nie einen Fehlalarm gehabt. Also es gab mal einen Hagel, ja. Da gab es Fehlalarm. Okay. Also es hat wirklich, jetzt nicht so wild, aber es gab halt ganz leichter Hagel. Da gab es einen Fehlalarm, da habe ich gemerkt, okay, da war die sehr, sehr fein eingestellt. War aber jetzt nichts Schlimmes, wie man sieht. Das drauf ist. Nee, also der Wagen hat keinen Hagelschaden jetzt hier auf dem Blechstein. Weil da oben, das ist ja sowieso GFK. Da wäre jetzt eh nichts, aber das kann ich jetzt wirklich für die Zuschauer hier einfangen. Nee, es war nichts, es war nur winzig. Also es war keine einzige Beschädigung. Wir haben eben mal ganz kritisch ums Auto geguckt. Da haben wir eine ganz kleine, sollen wir ganz kurz darauf hinweisen? Kann man gerne machen. Vielleicht, weil da guckt jetzt vielleicht einer, der sitzt in Brandenburg oder so und kommt dann hierher gefahren. Ich muss gerade nochmal selber gucken, wo sie. Hier, genau, da ist eine ganz kleine. Ja, aber wirklich minimal. Delle, die man vielleicht über Smart Repair sogar noch. Ja, ich würde da gar nichts dran machen. Ich möchte nur sagen, das ist das Einzige, was ich an dem Auto gesehen habe, wo jetzt irgendwo was ist, wo man sagt, naja, da hat das. Passiert beim Tanken, ist leider irgendwo egal. Das heißt, es ist okay. Aber das, ich glaube, wenn ich es jetzt nicht gezeigt hätte, hätte es keiner gesehen. Das Auto ist super. Preis unter 100.000 Euro, da sind wir uns sicher. Ja, wir schreiben das mal rein. Also wie viel ohne 100, unter 100 wissen wir noch nicht, aber es wird auf jeden Fall unter 100 sein. Wir können es ja sagen, also die Steuer ausweisbar. Also das ist ein ganz wichtiges Argument, genau. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar, der ist also regelbesteuert, das heißt also für die Gewerbetreibenden und gerade so ein Auto eigentlich ja ideal als fahrendes Bürofahrzeug. Ja, wir hatten uns schon mal Gedanken gemacht, soll ich den Preis mal raushauen jetzt? Ja. Okay, jetzt kommt es. Trommelwirbel, 96.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Also dabei ist die Pandora, die Alarmanlage, 200 Amperestunden Lithium. Dabei ist der Vierschläfer, bitte aufpassen, kein Dreischläfer, kein Zweischläfer. Stehen welche im Internet, habe ich auch alles schon gemacht, habe erst mal reingeguckt, bevor wir jetzt hier so einen Preis auszeichnen. Im Internet sind welche drin, die kosten 97,5, sind Zweischläfer oder maximal Dreischläfer, haben schon ein bisschen Ausstattung. Luftfederung. Aber kein Auto ist so ausgestattet wie keins. Wenn man alleine nur schon die Luftfederung nimmt, da fliegen schon die ersten 2.000 Euro ins Haus rein. Die Klimaanlage, das Auto ist wirklich, wirklich Solarvorbereitung habe ich mir direkt drauf anlassen. Ja, das Auto ist perfekt ausgestattet. Also ich denke mal, ohne es genau zu wissen, das Auto wird einen Listenneupreis gehabt haben von bestimmt 100, 700, 8.000 Euro. Komm, ich weiß nicht. Hin? Also es ist so, dass durch die Zubehörteile, also der nächste Service übrigens fertig bei 45, glaube ich. Also das ist ja, ist das große Chassis, muss man sagen. Wir haben ihn mit 3,5 Tonnen jetzt zugelassen. Er hat eine Zuladung von roundabout 300 Kilo im Moment. Da kann man zwar sagen, ist zu wenig. Man kann ihn jederzeit auflassen. Ich habe ganz viele Teile weggelassen, die ihn zu schwer gemacht haben, damit man ihn auch wirklich fahren kann mit 3,5 Tonnen. Du kannst ihn mit 3,5 Tonnen fahren. Spazi, hast du alles schon erzählt am Anfang des Videos. Deswegen, du hast recht, so war es. Also, weitere Informationen zu dem Fahrzeug findet ihr bei uns im Internet. Ich denke mal, bevor das Video online ist, ist es auch schon online auf der Webseite. www.carthago-center.de. Und wer jetzt hier zuschaut und sein Reisemobil verkaufen möchte oder verkaufen lassen möchte, der kann das bei uns auf der Webseite ebenfalls tun oder halt geht in ein paar Wochen, wird die scharf geschaltet unter billigerwohnmobilekaufen.de, ganz speziell für den Reisemobilankauf junger und guter Gebrauchtfahrzeuge. Von daher scheut nicht, uns hier aufzusuchen und wir freuen uns auf einen Besuch hier in Altenhofen bei Aachen. Ja, heute drehen wir am 27. Juni 2022. Da steht er, unser Affinity. Ich gebe ihn wirklich sehr ungern ab. Ich habe viel Spaß mit dem Auto gehabt. Selten so viel Spaß gehabt, muss ich ehrlich sagen, wie mit diesem Fahrzeug. Ich habe natürlich noch keinen Carthago gefahren, muss ich dazu sagen. Ja, das kommt auch noch irgendwann. Wir arbeiten ja dran. Ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier. Warte mal, lass uns noch mal hier bis in die Mitte gehen. Und dann nimmst du mal wirklich, weil ich finde die Ähnlichkeit wirklich verblüffend. Du nimmst mal einmal den Affinity so in der Seitensilhouette und dann schwenkst du mal rüber auf den Empire.
Also irgendwie gehören die zusammen, oder? Siehst du das anders? Der ist so edel. Das liegt an den Backen, die eingebaut sind. Hier vorne sind so riesen Backen über die ganze Fahrzeuglänge eingebaut. Da habe ich ihm zum Video im Werk gedreht, ja, die das Fahrzeug verbreitern. Sind nur ein paar Zentimeter. Ja. Aber das macht so viel aus. Ja, also das macht im Innenraumgefühl unheimlich viel aus, weil irgendwie ein Teil der Möbel schon mal aus dem Auto raus sind. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ja. So, das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Und das ist übrigens nochmal ein Unterschied. Viele Affinities haben diese Backen gar nicht. Hier das heißt, ist es mehr, ne? Wie auf der anderen Seite. Ja. Ne? Ja. Hier ist ein bisschen mehr. Und du kannst hier mit einem ganz normalen Spiegel fahren, Außenspiegel. Ja. Du brauchst keinen erweiterten Spiegel. Der hat nochmal eine Anhängelast, die ist enorm. Also 2,5 Tonnen müsste der auch haben, ne? Ich glaube, der hat noch mehr. Also unsere Malibus haben 2,5 Tonnen. Die haben 2,5. Die müsste okay. Der eigentlich auch haben, ja. So, und darauf hinten noch ein Fahrradträger, aber denk dran, Auto ist spezial für 3,5 Tonnen gemacht. Hier vorne hast du eine Kederschiene, da kannst du also ein Sonnensegel mit einziehen, habe ich schon probiert. Spazi, auch das hast du schon erzählt. Ja, ich mach Schluss. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.